So Leute, willkommen zurück zu Haunting Ground. Das letzte Mal sind wir aus dem Ricardo-Gebiet. Ich dachte schon, mein Hund wird da was geflüchtet. Ja, und hierhin. Ich habe Items geflüchtet, gezüchtet, gemacht, produziert, mein Gott, okay. Hätten wir Quies. Und selbst eine geringe Menge Lebenskraft. Hätten wir das hier. Selbst vollständig verlorene Regenkraft. Lebenskraft. Vermindert etwas die Panik. Vermindert Panik gänzlich. Bla bla bla. Das habe ich keine Ahnung. Dann hier macht den Hund ärgerlich aggressiv. Haben wir ein paar Mal noch gekriegt. Das habe ich auch keine Ahnung. Ich habe Metallstiefel. Doppelte Trägkraft bei Angriff. Geringe Chance, den Fall mit einem Powerschlag zu treffen. Klingt ganz gut, aber jetzt passt mal her. Seht mal ja. Silberbeschlagene Stiefel mit schöner Stickerei. Erhöht Trägkraft beim Angriff um das Fünffache. Hohe Chance, den Feind mit einem Powerangriff zu treffen. Ja. Habe ich direkt mal angezogen. Und hier natürlich Halsreif. Jadegrün wie ein tropischer Ozean. Verlangsamte Verluste der Lebenskraft. Beschleunigte Erholung. Hohe Chance, Angriffe zu meiden. Schön, oder? Ja. Antimonpulver. Edelantimon haben wir dann noch hier. Magnesium kennt er ja. Prima Magnesium. Hier. Katastrophalen Schaden zu einem Bein und Stein. Ja. Jetzt beeile ich mich wieder zurückzukommen, weil, als ich hier in Ruhe geschmiedet habe, nichts ahnend, wisst ihr, wer reinkam? Ja, Ricardo ist mir den ganzen Weg bis hierhin gefolgt. Und das macht mich ein ganz kleines bisschen nervös, ehrlich gesagt. Das heißt nämlich, ich bin nicht mal hier vor dem sicher. Das heißt, er könnte auch hier noch auftauchen. Das wäre echt suboptimal. Jui. Jui. Ah, okay, er kam schon. Ja. Ich will auf jeden Fall jetzt wieder zurück dahin und werde versuchen, ihn natürlich weiter zu meiden. Also Ricardo. Und wenn es doch hart auf hart kommt, werde ich ihn vielleicht einmal zu Boden strecken. Denn als er gestern kam, hatte ich ja natürlich direkt mal einen Testlauf damit, um meine tollen neuen Stiefel zu testen, die wirklich gut funktioniert haben, möchte ich sagen. Also ja, er ging echt zu Boden, nachdem ich ihn ein paar Mal getreten habe und Yui auf dem Kreuz hatte. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt immer gegen ihn kämpfen will. Ich will einfach nur, dass dieser Ricardo mich in Ruhe lässt. Ich habe Angst vor ihm, weil er so gefährlich ist, sage ich mal. Und weil er meinen Yui angeschossen hat. Warum ist schon dieser komische Homunculus-Typ? Und ach ja, wo ich jetzt hin will. Ich habe mir meine Videos nochmal angeguckt. Und da ist mir ein Ort aufgefallen. Ach, scheiße, der knurrt schon wieder. Ein Ort aufgefallen, bei dem ich noch nicht gewesen. Also, weil ich vergesse irgendwie andauernd, dass ich in stabile Sachen auftreten kann. Come on. Ja, komm, beeil dich. Fuck, was ist der? Und hinter mir? Das ist jetzt scheiße. Warum kommt mein Hund nicht einfach mit? Und da ist er ja. Perfekt. Und komm mit. Also, nochmal, ich war jetzt wieder so still. Hier oben. Warum merke ich mir das nicht einfach mal? Weil ich meine, das Ding da war brüchig. Ich kann doch einfach mal dagegen treten. Und ich wette, es funktioniert. Okay, cool. Ich bin nur gegen gelaufen. Das ging schon kaputt. Was ist das? Zersetzer. Der anfängliche Schritt in diesem großen Prozess beginnt mit der Manipulation des Urchaos. Liefere die Primamaterie an den Extraktor und der Weg zum Gottesstein und all seine Rechenschaften wird bekannt werden. Auf halbem Weg den heiligen Pfad hinunter, kehre zu diesem Ort zurück, wenn das Ergebnis deines Wissens in Asche zerfällt. Denn der Mensch ist ein Tier mit vielen Fehlern und glücklicherweise kann der Fehler wieder gut gemacht werden. Also, nicht alles ist verloren. Asche zeugt Chaos, Chaos zeugt Urleben. Wisse, dass der große Prozess immer hier beginnt. Wir haben Nachrichten bekommen, wieder eine ganze Menge, glaube ich. Jetzt habe ich bis dahin nicht mehr gelesen. Gottesstein, das Wort habe ich noch nie gehört, aber vielleicht öffnet dieser Stein eine Tür. Verwandler, das ist ja schön und gut, aber was macht dieser Kerl da drüben hinter mir? Hat er mit dem Kopf gegen die Wand und ich dachte, ich hätte Probleme. Ja, gut.
Ein Gerät zur Analyse von Dingen? Naja, ich bin kein Spezi, also ist vieles von dem Zeug zu komplex für mich. Aber es scheint, als ob dieses Gerät irgendwie damit zu tun hat, dass der Raum zerfällt. Das stimmt, der ist in ziemlich schlechter Verfassung. Tui. On. Und. Ach, der kommt schon gleich wieder. Oder auch nicht. Tui, würdest du nicht an und wegrennen, müsstest du nicht heulen. Das zweite klang jetzt aber so, als hätte er Schaden genommen. Kann hier nichts lesen. Trotzig aussehende Forschung, sonst ist nicht hier zurückgelassen worden. Oh, Scheiße. Oh Gott, nein. Oh. Ah, ja. Hilfe. Wo soll ich mich verstecken? Ich hab keine Ahnung. Oh, lass meinen Hund mal in Ruhe. Wo ist denn der? Oh. Der Frosch. Was? Hä? Der ist da reingefallen. Oh mein Gott, der Boden ist rot rausgefallen. Warum ist das immer solches? Okay, ey, der ist da reingefallen. Das ist gut. Hier, komm mal her. Du kriegst jetzt erstmal Dörrhuhn. Der hat schon wieder auf meinen Hund geschossen, dieses Arschloch. Dieser Penner. Ich freue mich darauf, den echt aufs Gesicht zu geben. Wenn mein armer Hund, der kommt, lass mich verloben. Hui, mein Kleiner. Good boy. Wir werden uns noch rächen für den, okay? Ja, werden wir, definitiv. Aber jetzt will ich erstmal gucken, was war hier? Ich hatte da keine Zeit mehr zu. In Deutsch nur von drinnen, wo es hinführt. Ich denke mal, Hui. Okay. Go, Huey. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt wieder woanders hin. Oh Gott, ja, das wird ein Spaß. Okay, ich suche jetzt irgendeinen Gang, wo man Huey hingehen könnte. Die Musik ist schon wieder aus, aber ich hoffe, das liegt in diesem betenden komischen Homunculus oder was das sein soll. Das ist eine unheimliche Gegend hier. Die Gegner, sag ich schon. Ich finde diese Gegner. Ich habe schon wieder Gegner. Diese Gegend ist so unheimlich, finde ich, dass ich schon anfange zu stottern. Ja. Und Ricardo ist so ein bedrohlicher Gegner. Da läuft mir eiskalte Schauerrücken und den Rücken. Was ist heute los? Ich kann ja heute gar nicht mehr reden. Hier war ich. Also ich weiß, wo zwei verschlossene Türen sind. Und ich werde jetzt zu beiden hingehen. Erstmal die hier, weil die näher ist. Hundi! Jui! Der ist hier, oder? Go, Huey. Hui. Ich möchte da bitte durchgucken. Wo ist mein Hund? Ja. Go, Huey. Mach mal hier die Tür auf, bitte. Hui. Hui? Hey. Go, Huey. Hui. Come on. Okay. Hui. Sei ein braver Junge, schieb den Riegel weg. Süß. Danke, Hui, mein Kleiner. Lass mich dich mal loben. Hui? Komm mal her, Hui. Das kann ich dich nämlich nicht loben, wenn du nicht sitzen bleibst. Still sitzen bleibst. So. Ah, good boy. Du bist wirklich ein guter Junge. Ein braves Hündchen bist du. Da liegt was, okay.
Schon wieder so komische Apparaturen überall. Da ist er durchgekommen, okay. Sehr gut. Nehmt mal auf, was da liegt. Hallo? Viri de Medaillon. Klingt gut. Werde ich irgendwann mal Gelegenheit schmieden, wenn ich vorbeikomme, sofort. Wir sind ja jetzt ein bisschen besser gewappnet als das letzte Mal. Wir diesem gestörten Typ geflüchtet sind. Wir machen hier mal Pause, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal bei Hunting Grounds an Target. Ciao.